Herzlich willkommen zu einem weiteren kurzen Erklärvideo rund um das Thema Wissensmanagement und zu Folge 3 der kleinen Serie zur neuen internationalen Norm ISO 3041 Knowledge Management Systems Requirements. Nachdem wir uns in Folge 1 ein wenig mit den Hintergründen der Norm und ihrer Entstehung beschäftigt haben und in Folge 2 mit den wesentlichen Definitionen zum Wissensmanagement, soll es in dieser Folge um die Leitprinzipien gehen, die die Norm für ein Wissensmanagementsystem formuliert. Legen wir los. Nature of Knowledge, damit beginnen die Leitprinzipien und die Norm stellt fest, Knowledge, also Wissen, ist immateriell, komplex und es wird von Menschen erzeugt. Was ist der Wert von Wissen? Wissen wird verstanden als eine Schlüsselressource für die Organisation, die die Organisation dabei unterstützt, ihre Ziele zu erreichen. Der Wert von Wissen bemisst sich nach der Wirkung, die Wissen hat im Sinne des organisationalen Nutzens, der Vision, der Ziele, der Policies, der Prozesse und der Leistung der Organisation, also ihrer Strategie und Wertschöpfung. Knowledge Management wird verstanden als Mittel, diesen potenziellen Wert des Wissens für die Organisation sozusagen freizusetzen. Ja, der Fokus von Knowledge Management liegt dann natürlich auf den organisationalen Zielen, Strategien und den Bedarfen der Organisation. Knowledge Management ist also kein Selbstzweck, sondern es dient den Zielen der Organisation. Ist dabei anpassungsfähig. Die Norm stellt fest, dass es nicht eine Knowledge Management Lösung für alle Arten von Organisationen gibt, sondern dass jede Organisation ihr eigenes Wissensmanagement entwickeln muss, abhängig von ihren Bedarfen und ihrem ganz spezifischen Kontext. Gehen wir mit dem nächsten Leitprinzip zurück auf das Verständnis von Wissen. Wissen wird ja als immateriell und komplex und vor allem als vom Menschen generiert verstanden. Diese Generierung durch den Menschen bedeutet, dass Wissen eine subjektive Konstruktion ist. Das heißt, jeder verarbeitet den Input anders, weshalb es in einem organisationalen Kontext bedeutsam ist, ein gemeinsames Verständnis herzustellen, und Wissensmanagement soll dieses gemeinsame Verständnis unterstützen, indem es die Interaktion zwischen den Menschen unterstützt, sie dabei unterstützt, vorhandene Inhalte zu nutzen, Prozesse und Technologien angemessen zu nutzen. Ja, mein Lieblingsbild, der Fischkuh als Visualisierung der Definition von Wissen als subjektive Konstruktion. Wer mehr wissen möchte, was hinter der Fischkuh steckt, es gibt dazu ein weiteres Video auf meinem YouTube-Kanal. Ja, wenn wir Wissen so verstehen, dann kann auch Wissensmanagement Wissen nicht direkt managen, sondern Wissensmanagement kann Rahmenbedingungen, kann eine Umwelt gestalten, in der Wissen ja prosperieren kann. Das hat mich besonders gefreut, hier das Bild meines Wissensmanagement-Modells, meines Wissensgarten, der genau dies zum Ausdruck bringen soll. In diesem Kontext ist Kultur wichtig, es ist kritisch für die Wirksamkeit von Wissensmanagement. Wissensmanagement soll sich iterativ entwickeln, über Feedback, über Lernschleifen. Soweit zu den Leitprinzipien der Norm 3041. In der nächsten, der vierten und auch schon letzten Folge geht es dann um die eigentlichen Anforderungen an ein Wissensmanagementsystem. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns wieder bei Folge 4.